Um 17 Uhr wird im Bundestag abgestimmt, ob die heutige Abstimmung und Debatte vertagt wird. Da muss ich auf jeden Fall da sein, weil da kann möglicherweise eine einzelne Stimme ein Problem sein. Ich komme aus der Fraktionssitzung. Im Bundestag herrscht erhebliche Aufregung darüber, dass heute Nacht in Brüssel eine Reihe von Beschlüssen gefasst worden sind, von denen man sich erhofft, dass es in Zukunft anders in Europa zugeht. Dass sowohl der Fiskalpakt als auch der ESM in eine andere Richtung gedreht werden kann. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier wiederholen. Ich kenne die Texte auch noch nur vom Überfliegen. Ich weiß nur, dass in allen oder jedenfalls allen mir bekannten Fraktionen derzeit eine Diskussion darüber läuft. Auch bei uns in der Fraktion wurde sehr intensiv diskutiert. Wir hatten auch einen Gast, nämlich einen Minister, der uns das alles nochmal erklären sollte. Unabhängig davon sage ich hier, und das sage ich laut und das sage ich auch überall, dass ESM und Fiskalpakt nicht durchgehen dürfen. ESM und Fiskalpakt weisen den Weg in die falsche Richtung. Wenn man da noch vor ein paar Jahren drüber zweifeln konnte, dass Sparauflagen und mächtige Hilfen an den Finanzsektor vielleicht helfen könnten, kann man heute dieser Meinung nicht mehr sein. Spätestens nach dem, was wir in Griechenland sehen, sehen wir, dass diese Politik, diese Sparpolitik und das immer wieder neu anfüttern der Märkte, der Banken, dass das die Krise in Europa nicht löst und nicht bewältigt. Deshalb ist aus inhaltlichen Gründen dieser Pakt, der Fiskalpakt und ESM falsch. Er führt Teile der Bevölkerung, vor allem in den südlichen Ländern Europas, in Armut und Elend. Und er löst die Finanzkrise nicht, sondern er transferiert Milliarden und Abermilliarden eigentlich immer nur zur Rettung der Banken. Auch der ESM, so wie er jetzt ist, ist vorgesehen für die Verteilung von 100 Milliarden möglicherweise an Spanien, von riesigen Summen an Italien. Die Gelder gehen dort nicht an die Bevölkerung. Sie gehen auch nicht in den normalen Haushalt, sondern sie gehen an die Banken, zur Bedienung der Banken, der Großbanken aus vielen Ländern Europas, auch aus Deutschland. Das kann nicht der richtige Weg sein. Wir müssen andere Wege versuchen. Und deshalb bin ich, außer dass ich verfassungsrechtliche Bedenken habe, aus diesen inhaltlichen Gründen dagegen. Und ich hoffe, dass, wenn diese beiden Verträge heute hier verabschiedet werden, was wohl anzunehmen ist nach den Stimmverteilungen, dass dann das Bundesverfassungsgericht das nochmal anhält und nochmal neue Gelegenheit gibt, darüber nachzudenken, weil einige Teile sowohl von ESM als auch von Fiskalpakt halte ich mit der Verfassung nur sehr schwer, wenn überhaupt, zu vereinbaren. Dazu gehört in erster Linie, dass in Europa eine Nebeninstitution geschaffen wird durch den ESM und durch den Fiskalpakt, der in keiner Weise durch das Europäische Parlament demokratisch kontrolliert wird und kontrolliert werden kann und kontrolliert werden soll. Ich bin Europäer. Ich bin für einen europäischen Zusammenschluss. Ich setze mich dafür ein. Aber ich bin dagegen, dass wir ein undemokratisches, nicht demokratisch kontrolliertes Europa bekommen. Auch deshalb bin ich gegen diese beiden Verträge. Juhu!